herzlich willkommen zu einem neuen Bundesliga-Tipp, Bundesliga-Tipp Nummer 20. Ja, am letzten Spieltag. Bayern haben gewonnen, Leverkusen hat unentschieden gespielt, dementsprechend der Punktevorsprung ist weiter. Ist das die Vorentscheidung? Wer weiß. Los geht's mit meinen Tipps am 20. Spieltag. Für das Auftaktspiel des 20. Spieltags zwischen Werder Bremen und Hannover 96 tippe ich auf einen Sieg von Werder Bremen, auf einen 2-1. Das Nordderby, klar, hat Bremen verloren. Okay, aber Hannover spielt auswärts und gegen Schalke haben sie auswärts relativ schlecht ausgesehen. Ja, Fehler über Fehler. Und Bremen vermute ich mal, dass die jetzt zu Hause nach der Niederlage gegen Hamburg einen auf den Arsch kriegen und dementsprechend gewinnen müssen eigentlich. Weil sonst sind sie unten durch. Das nächste Spiel ist zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München. Die Mainzer stehen immer noch oben und die Bayern, ja, 11 Punkte Vorsprung, nun gut. Was könnte man jetzt gegen Mainz machen? Es wird ein hart umkämpftes Spiel, auf jeden Fall. Normalerweise ist das so, dass in der Rückrunde ein eindeutiges Spiel wird. Aber in der Hinrunde hatte ja die Mainzer ja auch nicht gewonnen. Von daher denke ich mal, dass die Bayern knapp gewinnen werden mit einem 1:0. Das nächste Spiel ist zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfB Stuttgart. Die Stuttgarter 2:0 verloren. Es ist irgendwie nicht so das, was sie haben wollten gegen Wolfsburg und gegen Bayern. 2:0 verloren. Das ist nicht das. Düsseldorf dagegen, okay, gegen den FC Augsburg 3:2 verloren. Kiefer sah nicht gut aus. Dann jetzt gegen Gladbach auch nicht so gut gespielt, so 2:1 auch verloren. Nun, was passiert jetzt? Ich denke mal, dass dieses Spiel unentschieden ausgehen wird mit einem 1:1. Ein Anfang für beide, zumindest für die Rückrunde. Das nächste Spiel ist zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg. Hoffenheim, ich glaube, zum allerersten Mal auf dem Abstiegsplatz seit seiner ersten Liga sind. Und davon wegkommt und nicht so schnell Freiburg gewinnen. 2:0. Das nächste Spiel ist zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg. Die Augsburger haben in der Rückrunde zumindest Nervenstärke bewiesen. Okay, Schalke hat auch nicht wirklich gut gespielt und Düsseldorf hat sich auch selber einige eingeschenkt. Aber ich vermute mal, dass die Rückrunde halt so wird wie ungefähr die Rückrunde in der letzten Saison. Also Klassenhalt, Ziel ist erreichbar. Nun geht's gegen Wolfsburg und ich vermute mal, dass es einen Sieg gibt. Ein 1:2. Ja, irgendwann muss auch gewonnen werden. So, klar. Und wenn man jetzt nochmal gewinnt, ich vermute mal, man hat fast mehr Punkte als in der gesamten Hinrunde. Nach 3 Spieltagen. Wahnsinn, oder? Das nächste Spiel ist zwischen dem FC Schalke 04 und Greuther Fürth. Fürth spielt momentan so wie ein Mittelfeld-Zweitligist. Und Schalke steht deutlich hinter den Erwartungen. Und, naja, okay, Platz 5. Deutlich dahinter, kann man jetzt so oder so sehen. Also das ist meine Sicht. Also normalerweise stehen sie unter den besten dreien und alles, was schlechter ist, ist auch zu schlecht. Und nun geht's gegen Fürth, nun heißt es wieder Punkte sammeln. Ich vermute mal, dass Schalke gewinnt mit 2:0. Das nächste Spiel ist das Topspiel des Spieltages, nämlich zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt. Ich denke mal, dass dieses Spiel auch wirklich einen Topspielcharakter hat. Und es sehr interessant sein wird, also wer im Stadion in Hamburg ist, wird auf jeden Fall viel zu sehen kriegen. Nach meinem Tipp 2:2. Das nächste Spiel ist zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Borussia Mönchengladbach. Nürnberg hat gegen Dortmund genau das gezeigt, was ich vorher prognostiziert habe. Und Gladbach hat fast genau das gezeigt, was ich prognostiziert habe, aber nur fast. Wenn man 2 Tore binnen kürzester Zeit macht, klar, kannst du auch 2:0 gewinnen. Aber wenn du dann noch so ein, ja, was soll man dazu sagen? Auf jeden Fall tippe ich bei dieser Begegnung unentschieden ein 1:1.
nächste Spiel, das ist das letzte Spiel, nämlich zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund, beide Ambitionen, Meister zu werden. Okay, und warum? Leverkusen zumindest Zweiter. Alles soweit gut, Dortmund auch oben, Dritter. Also ein Topspiel, was in der Champions League auch stattfinden könnte. Aber wenn man mal wieder in die Zukunft sieht, also könnte das auch ganz, ganz anders aussehen. Ich denke mal, bei dieser Begegnung wird es ein 0:0 geben. Ein 0:0 gab es lange, 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 lange nicht mehr bei dieser Begegnung. Und trotzdem denke ich mal, dass beide Teams stark genug in der Abwehr gestellt sind, dass es eine Nullnummer gibt. Das sind zumindest meine Tipps für den 20. Spieltag. Ihr könnt eure Tipps wieder abgeben, müsst es nicht. Und wir sehen uns dann zum nächsten Spieltag wieder, zum 21. Also, bis dann!